Moin Freunde des deftigen Anschauens. Heute gibt es eine neue Reaction, Leute. Ich weiß, es ist gerade schon wieder 17 Uhr 30 fast. Ist gleich 5:30. Es ist gleich wirklich schon 5:30. Ja, heute gibt es eine neue Reaktion auf den Song Brooklyn. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal drauf reagieren. Also wenn ihr mehr Bock habt auf so Reaction-Videos, lasst gerne mal ein Abo und Like. Das Video würde, denke ich, nur 5 Minuten oder so gehen. Aber ich habe einfach Bock auf den Song zu reagieren. Habe ich nämlich davor noch nie gemacht. Dann gehen wir mal rein in den Song. Wartet mal. So, ich bin drin jetzt hier. Ihr seht, ich habe das jetzt mal so kleiner gemacht, dass man das dann besser erkennt. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Wir gucken mal von welchem... Ich würde sagen, wir gucken uns mal das hier an. Und ja. Hey. Es kommt immer wieder Werbung. Bist du bereit für das? Und Leute, wenn ich mal pausiere zwischendurch, ich werde, denke ich, auch mal pausieren zwischendurch. Komm zu Valorant und spiel einen der diversen Agenten aus aller Welt mit übernatürlichen... So, wir fangen an. Medium. So, erstmal rein hier. Welche Quali ist das? 1080p, okay. Ich habe das jetzt mal in den kleineren Modus hier gemacht. Warte mal. So. Also, man merkt auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt reinzieht, das ist Autotune am Start. Das ist niemals, wie gesagt, so, wie es wirklich mal war. Deswegen denke ich, ist es, wie gesagt, Autotune auch oft am Start. I'm in the back of a cab. And you're still on my mind, yeah, you're still on my mind. Ich finde die Hintergrundmusik passt ziemlich gut, weil das immer so ein Rock ist. Maybe I'm out of my head, feeling the Brooklyn again. Also es ist so, weil manchmal, oh, mein Handy gerade geklingelt, manchmal ist es ja so, dass es so eine ungleichmäßige, aber das ist schön so, dass es hochgeht, dann wieder runtergezogen, wieder lauter, wieder leiser, finde ich cool. Machen wir weiter. Oh my God, never felt so good in my life. Oh my, feel like it's the 4th of July, under the moonlight. Das Klatschen finde ich im Hintergrund, also das hier ist ja kein Klatschen, aber das finde ich jetzt nicht so nice, eher gesagt, weil das verdrängt so ein bisschen den Song, also mir gefällt das nicht. Wo es geht, es geht. Jetzt nervt so ein bisschen dieses Klatschen im Hintergrund, finde ich persönlich. Ich würde nicht, das ist hier, mache ich jetzt mal so nach. Das feiere ich jetzt gerade gar nicht so, ehrlich gesagt. Das finde ich geil, diese Übergänge gefallen mir sehr gut bei diesem Lied. Also die Übergänge, echt geil. Gefällt mir sehr. Also ich finde das geil, diese Übergänge auch, der Sound, alles nice bei diesem Lied. Das gefällt mir. Das Klatschen nervt. Das Klatschen, ich kann es nur wiederholen, das gefällt mir nicht. Also wenn Brooklyn, also Glockenbach, das hier irgendwie mitbekommen sollte, dann, ich würde das Klatschen wegmachen. Not clapping. Ja. Aber ich kann mal was runterkommentieren. Machen wir am Ende dann. Mal gucken, wie es mir jetzt, wie es noch weitergeht. Ich denke mal, es wird die 10 werden jetzt immer wieder wiederholt werden, aber mal gucken, ob noch was Neues reinkommt. Das wäre mal sehr interessant. Dieses Oh brother. Ich kenne das jetzt schon. Das finde ich relativ geil, dieses Oh brother. Das finde ich geil. Also ich kann es nicht so gut nachmachen. Jetzt macht mich gerade auch ultra lächerlich wieder. Aber diese Szene finde ich recht geil. Also das finde ich gut. Oh my God, we're on different sides of the bridge. Oh my, all alone it is what it is. I'm up in Soho, I don't know who you are with. Kannst nicht. Who you are with.
Ich kann nur sagen, diese Übergänge gefallen mir das hier auch. Dieses Musikvideo hier mit diesem. Aber immer wenn es hochgeht, ist die Lautstärke dann wieder rund. Ihr wisst ja, hoch und runter. Die minus 20 Minuten. Gefällt mir nicht so, damit es jetzt so leiser wird. Das finde ich jetzt nicht so gut. Es ist jetzt von anders, jetzt von Music hier, aber das ist genau das gleiche. Take me to Brooklyn again. Okay, ist es vorbei. Jetzt mal meine persönliche Einschätzung zu dem Lied. Ich schreibe jetzt mal was drunter. Ich werde erstmal ein Like geben, weil es mir sehr gefallen hat, das Lied, muss ich sagen. Hat auch fast 104.000 Aufrufe, läuft auf jeden Fall. Ich drücke den Typen auch mal ein Abo rein. Ach nee, hab keinen Bock drauf, dann krieg ich immer diese Nachrichten mit so. Man sieht jetzt, wie hoch und richtig fetter Song, bester Track. Ja, Track finde ich auch sehr nice, muss ich sagen. That's good, das ist gut. Polnisch hier auch, also alle am Start hier, ich schreib auch mal. Falls ihr das jetzt sehen wollt, mal geiles Musik, Video. Oh, warte mal, ich hab Musikvideo klein geschrieben. Schreibt man ja groß. Wartet, ich korrigiere es nochmal. So, geiles Musikvideo. Geiler Track. Ich schreibe darunter. Gefällt mir. Sehr geil, muss ich sagen. Also kommentieren wir es einfach mal hin. Super. Ja, und das ist auch so mein Fazit. Ich gucke gerade mal, wie lange das Video eigentlich war. 7 Minuten auch schon wieder. Dann würde ich sagen, Leute, falls es gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like. Dann würde ich sagen, haut rein. Ciao. Oh.